Hallo alle zusammen, seid ihr bereit für die nächste Runde Mega Man 7 für Super Nintendo? Ich bin es auf jeden Fall und wir kümmern uns jetzt um Burstman. So ist das Viech. Ich bin auch gar nicht bereit, fällt mir gerade auf. Scheiße. Ich brauch noch was. Kurzes Bäuschen, sorry. Mensch, ich renne völlig unvorbereitet hier in das Level von Burstman. Ich brauchte noch meine Liste, was ich wogegen benutzen kann, muss, soll. Sehr spannend zu sehen, dass sie sehr viele Elemente aus den vorherigen Teilen übernommen haben. Also, klar übernehmen die Elemente aus den vorherigen Teilen. Aber so explizit fallen mir jetzt diese Dinge einfach auf. Vielleicht nochmal wegen dem Mega Man Maker, dass ich da so einige Teile benutzt habe. Das ist alles einfach nur schön. Uah! Oh, Rush, du blöde Kuh, ey. Warum brauch... Ich hätte es eigentlich wissen müssen, dass Rush so ein bisschen Vorbereitungszeit braucht, bis man auf ihn drauf jumpen kann. Jetzt habe ich einen Energy Tank verpasst und ein Leben. Hammer. Jetzt muss ich meinen Satz wieder zu Ende bringen. Ich finde es cool, einfach die Dinge, die man in 8-Bit kennt, hier in 16-Bit zu sehen. Das ist schön. Uah. Ich kann auch mal wieder ein bisschen andere Power benutzen nebenbei, oder? Aber die Teile nerven mich jetzt schon. Geht weg. Geh weg, ich will da die Dinge aufsammeln. Toll. Ich habe ganz kurz habe ich zu meiner Katze geguckt, weil die gerade hier rumspringt. Nur ganz kurz. Ich weiß, jetzt habe ich aber nochmal die Chance, den Energy Tank mir zu holen. Mann, ey, verdammte Kaka. Wie überaus blöd von mir. Ich reg mich jetzt auf. Jetzt müsste ich mir aber erst recht das Leben holen, oder? Wie viel habe ich eigentlich? Das finde ich ein bisschen schade, dass das hier nicht sinnvoll angezeigt wird. Muss ich hier extra den Screen wechseln? Und dazu bin ich auch zu blöd. Mann, mit welcher Taste gehe ich denn weiter? Mit der hier. Darauf kommt doch keine Sau. Ein Leben. Nein! Nein! Mit dem Kopf an der Decke gestoßen. Wie... Ein bisschen dämlich. Ja, nee. Nee, Moment. Freeze brauche ich für später. Jetzt gehen wir ein bisschen durch mit... Scheiße. Wir gehen jetzt durch mit Scheiße, genau. Ja, cool. Cool. Junk Shield war super. So, jetzt aber hier vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Aber ich hasse Wasser. Ich hasse Stacheln. Ich hasse Wasser in Kombination mit Stacheln. Das regt mich auf. Was bist du denn? Los! Donnerschock, Mega Man! Oh Gott, da oben sind ja noch mehr Stacheln. Hier geht gerade die Energie aus, sehe ich gerade. Es wird ja immer herrlicher. Und jetzt muss ich auch noch niesen. Es wird echt schön. Warum steige ich jetzt auf? Ah, um mir das Leben schwer zu machen. Scheiße, direkt in die Stacheln. Hör doch mal auf mit diesen Kackexplosionen! Rush, Jet, Rush, Rush, Rush. Achso, mach mal hier Rush. Rush, Search, auf geht's.
Der Hammer, eine Puppe. Verpiss dich, ey. Ich kann echt ein bisschen Energie gebrauchen. Oh no. Ich muss nicht alles in 16-Bit sehen. So manche Dinge können auch einfach wegbleiben. Ja, ich wusste es. Es kommen natürlich noch mehr von denen. Ja, genau. Haha. Und zwar ohne Rush. Jetzt dropp verdammt nochmal ein bisschen Energie, ihr Schweine. Hier, du. Moment, da oben scheint irgendwas zu sein. Rush? Habe ich eigentlich jemals erwähnt, dass in der deutschen Anleitung von Mega Man... verdammt, auf der falschen Seite. In der deutschen Anleitung von Mega Man 2 für den Game Boy damals haben die tatsächlich den Namen Rush übersetzt. Mit Flitz. Scheiße. So langsam wird's echt blöd. Energie! Noch mehr Energie! Und Stacheln! Und die eine Energie verschwindet. Aber die hole ich mir. Oh mein Gott. I feel ein bisschen besser now. Wow, mein Denglisch. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt gesagt habe. Ja, ja, mir ist alles egal. Ich habe ein bisschen Energie. Noch. Und so explizit solche Gegner, die einfach irgendwie im Gedächtnis geblieben sind. Also mir zumindest. So, Burstman. Ich mach dich platt direkt. Warum sind da Stacheln an der Decke? Das kann ich ja gar nicht verkraften jetzt hier. Ich mach dich fertig, mein Freund. Hier, friss das und das und das und was zum Teufel. Ah, Blasen. Sieht ein bisschen aus wie Spiegelei. Halt mich echt gut. Ah! Nein, 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 nein. Jetzt weiß ich auch, warum die Stacheln an der Decke sind. Gut, dass die Explosionen nicht so riesig sind. Ich könnte echt auf Eis wechseln im Prinzip. Was seine Schwäche wäre, aber ich komme gerade nicht an ihn ran. Mit Eis hier. Scheiße. Dann halt mein normaler Schuss. Jetzt kann ich wechseln. Jetzt wechsel doch. Oh. Ich will mich ja nicht selbst loben für diese außerordentliche Kunst des Kampfes, die ich gegen Burstman an den Tag gelegt habe, aber Mann, bin ich gut. The danger rap fires out a bomb encased in a bubble, doesn't it? Oh, Mega Man. Du hast wirklich sehr gut aufgepasst. Yes, but it can also be used to encase other things besides bombs. Ach so? Okay. Oh mein Gott, Katze. Tu mir einen Gefallen und klick nie wieder auf der Maus rum, während du hier auf dem Tisch rumkletterst. Das Fenster noch aktiv? Ja, sieht gut aus. Mäh. Oh, eine Zwischensequenz. Welcome home, Mega Man. Dr. Light, what do you think of Bass?
Oh, you can't music play without bass. Steht ja gar nicht. I don't believe he's our enemy. Nein, ist auch nicht, ist auch nicht, ist auch nicht. Der ist ein guter Kerl. Oh, da hat er diese Zerstörung angerichtet. What is this? Wily is attacking the robot museum. You must leave now, Mega Man. Okay, aber wenn ich zurück bin, spielen wir Rockboard. Ich wollte eigentlich cutten an dieser Stelle. Warum kriege ich keine Levelauswahl? Naja, okay. Schön, dass ihr mir bis hierhin zugesehen habt. Die ersten 4 Roadmaster haben wir erledigt. Und wie es weitergeht, seht ihr dann im nächsten Teil.